Oh mein Gott. Hast du es nicht auch, wenn deine Bechermanschette reißt? Oh, oder wenn du dich mit Papier zwischen Daumen und Zeigefinger schneidest? Alles klar. Aber kennst du diese Begriffe auf Englisch? Wenn du keine Ahnung hast, was irgendetwas davon bedeutet, bist du nicht alleine. Englisch gehört mittlerweile zu unserem Alltag und es gibt Dutzende Dinge, die wir jeden Tag sehen und verwenden, aber deren offizielle Bezeichnung wir in anderen Sprachen nicht kennen. Nun, mach dich bereit, denn du wirst sie alle lernen. Bevor wir dein Vokabular erweitern, vergiss nicht auf Abonnieren zu klicken und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um dich uns auf der Sonnenseite anzuschließen. Und los geht's! In Schottland wird to tartle verwendet, um diesen Moment des Zögerns zu beschreiben, bevor du sprichst, weil du dich nicht an den Namen einer Person erinnern kannst. Das kann auch als ein wirklich unangenehmer Moment eingestuft werden, aber das ist eine andere Geschichte. Die säulenartigen Stützbalken, die du unter dem Geländer einer Treppe siehst, werden Balusters genannt. Du findest sie auch als Stütze von Möbelstücken, sowie auf Balkonen und Veranden. Schon mal was von Badgetes gehört? Nein, es ist kein Körperteil. Dieses Wort bedeutet auf Englisch wörtlich weinender Fötus. Es bezieht sich auf den kreischenden Schrei, den Neugeborene machen. Ohrenstöpsel empfohlen. Apropos Ohren, hast du nicht auch ein Earworm? Du weißt schon, ein Lied, das dir nicht mehr aus dem Kopf geht? Das ist besonders nervig, wenn du das Lied gar nicht magst. Moment mal, du dachtest, ich rede von einem Wurm, der in dein Ohr eindringt? Ih, nein. Das kleine weiche Stück Haut mit Vertiefungen zwischen der Oberlippe und der Nase ist ein Philtrum. Schnurrbärte wachsen hier besonders gerne. Liebst du diesen Jimi Hendrix Song nicht auch? Wie geht es? Excuse me while I kiss this guy? Hä? Es ist Kiss the Sky? Oh, wie peinlich. Ja, ich hatte gerade einen Verhörer, oder wie auch unsere englischsprachigen Freunde sagen, Mondo Green. Hab diesen Liedtext total missverstanden. Weißt du, was ein Keeper ist? Du trägst Gürtel, richtig? Nun, diese kleine Schlaufe an der Schnalle, die das Ende des Gürtels an Ort und Stelle hält, wird Gürtelschlaufe bzw. im Englischen Keeper genannt. Ja, so einfach ist das. Schau dir deine Nägel an. Siehst du diese gebogenen weißen Spitzen an den Enden? Dieser Abschnitt deines Nagels wird Lunial genannt. Und an alle da draußen, die ihre Nägel beißen, halt auf euren Nagelmond zu essen. Wenn du ein technisches Gerät oder ein Gadget hast, das wirklich keinen Zweck dient, wie Fidget Spinner, worin besteht da bitte der Sinn? Werden diese als Gubbins bezeichnet? Manchmal werden auch alberne Leute Gubbins genannt. Bedeutet das, dass sie keinen Zweck haben? Perlecue. Du weißt schon, das kleine Fleckchen Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. Es steht wirklich heraus, wenn du mit Zeigefinger und Daumen ein L bildest. Hey, leg es nicht auf die Stirn, das ist gemein. Hier ist etwas, das uns alle nervt. Diese klebrigen Fäden, wenn du eine super leckere Banane genießt? Diese werden Phloem Bundles genannt und dienen tatsächlich dazu, der Frucht Nährstoffe zuzuführen, solange sie noch wächst. Wenn du eine Weile still sitzt oder erst aufgewacht bist, streckst du dich und gähnst, wodurch sich deine Muskeln anspannen. Dies wird als Paniculation bezeichnet. Entweder das oder du zeigst auf einen Panda. Ärzte sind dafür bekannt, Griffonage zu verwenden, auch bekannt als eine Handschrift, die unmöglich zu lesen ist. Gibt es ein Heilmittel gegen Griffonage? Nun, übe deine Handschrift! Bumbershoot ist nur ein schickes und äußerst witziges Wort für einen Regenschirm. Es stammt aus der Kombination von Umbrella und Parachute. Heutzutage wirst du es wahrscheinlich nicht mehr hören, da es ein ziemlich altmodischer amerikanischer Dialekt ist. Das Ferrule ist das kleine Metallstück, das du am Ende deines Bleistiftes unterhalb des Radiergummis siehst. Sein Zweck ist es, den Radiergummi am Stift zu befestigen. Einfach und effektiv. Wenn du erfährst, dass Besuch kommt und du dein Haus eine Stunde lang wie eine Verrückte hektisch putzt, wird das als Scurry Funge bezeichnet. Do you Scurry Funge? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Kennst du diese Holzleisten, die Teile eines Glasfensters in kleine Quadrate trennen? Das nennt man Muntins. Ohne sie würden die Fenster aus einer kompletten Glasscheibe bestehen. Einige Fenster bestehen zwar aus nur einem großen Stück Glas, aber Muntins verleihen dem Fenster ein Design. Und wenn das Glas nicht besonders stark ist, machen diese separaten Teile das Fenster beständiger. Kannst du deinen Bauch reibeln und gleichzeitig dein Pate tätscheln? Wow, du bist talentiert! Pate ist der Kopf einer Person, nur für den Fall, dass du das nicht verstanden hast. Aglet ist das kleine Metall- oder manchmal auch Plastikstück, das die Spitzen von Schnürsenkeln oder Schnüren an einer Jacke vor dem Ausfransen bewahrt. Und ohne das Aglet
Viel Glück, dass du deine Schnürsenkel durch die Ösen bekommst. Du trägst fast jeden Tag ein Armsi, beziehungsweise zwei, um genau zu sein. Es ist das Arm noch in deiner Kleidung. Fühl dich nicht schlecht, wenn du das nicht wusstest. Der Begriff wird fast ausschließlich von Schneidern und Designern verwendet. Du benutzt jeden Morgen und Abend ein Nördel. Es ist das kleine Stück Zahnpasta, das du auf deine Zahnbürste drückst. Du putzt dir jeden Tag die Zähne, oder nicht? Du kennst es wahrscheinlich als die Hashtag-Taste oder sogar als Raute-Taste deines Telefons. Dieses Symbol wird jedoch als Octothorpe bezeichnet. Mit dieser Taste kannst du die Durchwahl von Personen erreichen oder sie als Symbol für die Kommunikation mit einem automatisierten System nutzen. Es sind nun 4 Stunden vergangen, seit du gegessen hast und du hörst das allzu bekannte Knurren aus deinem Bauch. Diese Magengeräusche werden auch als Borborygm bezeichnet. Dies entsteht durch Verdauungssäfte und Gase, die sich in unserem Verdauungssystem bewegen. Sobald du etwas zu essen bekommst, ist das Geräusch nicht mehr so laut. Hast du jemals deinen Computer aus und wieder angeschalten, weil der Bildschirm eingefroren war? Das ist nicht nur super nervig, sondern hat auch einen Namen. Die Handlung, etwas aus und wieder einzuschalten, wird als Power Cycling bezeichnet. Wenn du das nächste Mal die Chance hast, dann schau dir die Unterseite einer Flasche Wein an. Du wirst feststellen, dass diese nach innen gewölbt ist. Diese große Vertiefung wird als Pant bezeichnet und dient der Standsicherheit. Weißt du, was Nibbling bedeutet? Nein, es bedeutet nicht, nachts sich aus dem Kühlschrank zu bedienen. Nibbling ist tatsächlich eine geschlechtsneutrale Art, sich auf einen Nichte oder einen Neffen von einem deiner Geschwisterteile zu beziehen. Etwa wie Sibling für Brüder und Schwestern. Nach einem besonders anstrengenden Training greifst du zu einem kalten Sportgetränk oder Wasser und stürzt es schnell hinunter, um deinen Durst zu stillen. Das englische Verb dafür ist to exerts. Hast du schon mal ein kaltes Bier mit dem perfekten Schaum bestellt? Diese Schaumkrone wird tatsächlich auch als Barm bezeichnet. Es tritt natürlich auf, dank der Art und Weise, wie das Bier aus dem Zapfhahn kommt. Du denkst wahrscheinlich, dass du niemals Verwendung für ein Oyster Pail haben würdest, aber tatsächlich siehst du sie die ganze Zeit. Es sind diese quadratischen weißen Boxen, in denen sich chinesisches Essen befindet. Fun Fact: Wusstest du, dass du sie auffalten kannst, um einen Einwegteller zu bekommen? Ziemlich cool, oder? Wenn du das nächste Mal ins Café gehst, vergiss nicht, dir einen Zarf zu schnappen. Nein, nicht Scarf. So nennt man die Bechermanschette, die verhindert, dass du dich an der Hitze des Kaffeebechers verbrennst. Hast du jemals bemerkt, dass es nach dem ersten Regen nach langer Trockenzeit ein bestimmter Geruch in der Luft liegt? Das nennt man Petrichor. Natürliche Öle aus Pflanzen und chemischen Verbindungen im Boden greifen ineinander und erzeugen ein besonderes Aroma. Ah, schön. Schon mal was von einem Carrot gehört? Nein, nicht Carrot, Carrot. Es sieht aus wie ein kleines umgekehrtes V. Man nutzt dieses Symbol, um zu zeigen, dass hier ein Wort oder ein Begriff in einen Satz eingefügt werden kann. Es kann auch in mathematischen Gleichungen und wahrscheinlich jetzt auf deiner Tastatur gefunden werden. Erinnerst du dich immer daran, deine Titels hinzuzufügen? Du weißt schon, die kleinen Punkte über Buchstaben wie I und J. Es ist okay, wenn du nicht aufhören kannst zu kichern. Manche Fragen sind auch Ausrufe, wie: Was hast du dir dabei gedacht? Nun, du verwendest hierzu immer ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen, richtig? Nun das. In den 60er Jahren wurde ein Satzzeichen verwendet, das so aussah und den gleichen Gedanken ausdrückte. Bekannt als Interrobang wurde es nicht zu populär und im Laufe der Zeit nicht mehr verwendet. Kennst du diese schlimmen Wörter, die du schreist, wenn du dir den Zeh anschlägst oder versehentlich einen Teller mit Essen fallen lässt? Wenn man sie aufschreibt, sehen sie folgendermaßen aus. Du hast das wahrscheinlich schon mal in Comics oder Cartoons gesehen. Diese Kombination von Symbolen wird als Growlix bezeichnet. Du kennst es als Divisionszeichen in der Mathematik, aber das ist nur der Spitzname. Nenn es beim Namen, ein Obolus. Hast du dich je gefragt, wie das Unendlichkeitssymbol, das wie eine seitliche 8 aussieht, heißt? Es heißt Lemniscate. Da hast du es also. Nun, Sonnenseiter, wie hat euch das gefallen? Wenn du deine Freunde mit deinem Sprachwissen beeindrucken willst, dann lerne 1 oder 2 dieser obskuren Wörter pro Tag, damit du sie in dein alltägliches Vokabular integrieren kannst. Die Leute werden denken, dass du ein echter Sprachexperte bist. Oder echt komisch. Ehrlich gesagt kann das so oder so sein. Wie viele dieser Wörter kanntest du schon? Verrate es uns in den Kommentaren.
vergiss nicht, diesem Video mit einem Gefällt mir zu versehen. Teile es mit deinen Freunden und klick auf Abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.